Good evening, everybody. I'd like Guten Abend allerseits. Ich möchte Sie gerne begrüßen im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung und des Alexander von Humboldt-Instituts für die Internet Society. Und zwar zur ersten Vorlesung nach einer langen Sommerpause. Diejenigen von Ihnen, die erstmals hier sind, möchten vielleicht gerne wissen, dass wir hier eine Serie von Vorträgen haben, die von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Alexander von Humboldt-Institut for Internet Society gemeinsam organisiert werden. Der Sinn dieser Vorlesung besteht darin, die digitale Transformation im weiteren Sinne zu begreifen. Das heißt, wir laden Denker und herausragende Akademiker ein, für uns die Probleme zu beleuchten, die sie bei der Transformation der Gesellschaft für wichtig halten, uns etwas zu erklären, aber auch den theoretischen Hintergrund dessen zu erläutern. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir versuchen, eine europäische Perspektive zur digitalen Transformation zu kultivieren. Heute freuen wir uns, Stephen Graham begrüßen zu dürfen, dessen Arbeit sich auf die Transformation von Städten konzentriert. Toby Müller wird ihn kurz vorstellen. Vielen Dank. Danke schön, Jeanette Hoffmann, für diese Einführung. Ich danke auch dem Humboldt-Institut für Internet and Society und der Bundeszentrale für politische Bildung, dass ich wieder einmal Moderator in dieser Serie sein darf. Ich denke, meine Kollegen haben diesen Ort in der Holzmarktstraße nicht aus Versehen ausgesucht. Das ist hier ein sehr kontroverses Gebiet der Berliner Stadtplanung. Viele Urbanismusfragen wurden im Rahmen der Holzmarktdiskussion diskutiert. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Projekt Mediaspray vor einigen Jahren. Und das hier ist nicht wirklich die Investorenarchitektur, wie man sie aus der ganzen Welt kennt. Die kooperativen Modelle, die man hier ausprobiert hat, die haben nicht so sehr mit dem kommerziellen Entwickeln von Städten zu tun. Und deswegen sind wir heute hier. Diejenigen von Ihnen, die zum ersten Mal hier sind, sollten wissen, wie das hier abläuft. Wir haben zunächst einen Vortrag, dann 20 Minuten ein Gespräch und dann können Sie das Mikrofon ergreifen. Sie können aber auch unter Hashtag Digital Society mit uns twittern. Das heißt, die Twitter-Kommentare werden wir hier nicht auf die Leinwand projizieren. Die sollen ja nicht ablenken hier, aber einer meiner Kollegen wird die Fragen, die über Twitter reinkommen, dann zusammenfassen. Und wer den Livestream dieser Diskussion heute Abend schaut, der kann das auch mit Twitter kommentieren. Und auf den Webseiten der Partner dieser Veranstaltung kann man das auch sehen. Seit über zwei Jahrzehnten ist die urbane Transformation schon im Gespräch. Aber ich würde sagen, die Städte sind wieder da. Mitte der 70er Jahre, als ich im Kindergarten war, habe ich meinen Vater besucht. Der war Lehrer und er war aber in Wien während eines Sabbaticals. Und ich habe ihn dann, wir waren Schweizer, in der Stadt besucht. Und das war das erste Mal für mich, dass ich in der Stadt war und eine globale Perspektive sah. Aber da gab es keine Wolkenkratzer. Für mich war das eine alte Stadt. Das war ein bisschen enttäuschend. Ich träumte ja von einer technikgetriebenen, vertikalen Stadt. Und genau das ist im Prinzip das, worüber Stephen heute spricht. Ich habe später dann in Detroit studiert. Das war auch nicht mein Traum von Wolkenkratzern und vertikaler Stadt. Ich freue mich drauf zu hören, was Stephen sagt. Stephen hat die Kinderträume der vertikalen und tech-getriebenen Stadt hinter sich gelassen. Er guckt auf die Nachteile, auf die Interessen, auf die versteckten Agenden und
die verschleierten und unverschleierten Infrastrukturen. Er kommt aus dem Nordosten Englands, er hat Geografie und Stadtplanung studiert. Viele Berlin-Experten sitzen heute hier, denke ich. Und es wird wahrscheinlich interessant, wenn er hinterher mit Ihnen diskutiert. Er hat eine Zeit lang für die Stadt Sheffield gearbeitet, blieb also dem Norden treu. Dann ist er nach Manchester gegangen, hat dort für die Schule für Architektur, Stadtplanung und Stadtplanung gearbeitet in Newcastle, da kommt er her. Dann hat er am MIT gearbeitet, dann hat er in Durham als Professor für humane Geografie gelehrt. Dann ist er 2010 als Professor of Cities and Society nach Newcastle zurückgegangen. 2001, habe ich heute in Wikipedia gelesen, hat er aus Versehen an einer Militärkonferenz teilgenommen. Und das hat seine Arbeit grundlegend verändert, wie der Militärkomplex die urbane Infrastruktur beeinflusst. Darüber werden wir sicherlich heute auch noch etwas hören. Cities Under Siege, Städte unter Belagerung, ist auch ein Produkt dieser Erfahrung. Vieles, was wir heute hören werden, geht zurück auf sein Buch Disrupted Cities When Infrastructure Fails. Da war er auch Herausgeber und er hat auch die Stadt, die meinen Kindheitsträumen entspricht, betrachtet, nämlich die vertikale Stadt in einem seiner Bücher und die Stadt Perspektive from Squall to Development werden wir jetzt ebenfalls etwas hören. Und hier kommt Stephen Graham selber und jetzt hören Sie seinen Vortrag. Thank you very much, Toby. Vielen Dank, Toby. Und auch vielen Dank an Jeanette und Christina und alle, die hier beim Humboldt-Institut mitgewirkt haben. Es ist für mich eine große Ehre und ein großes Vergnügen, ein bisschen etwas zum Thema zu sprechen und ein paar Gedanken loszuwerden zu dieser Frage der Infrastruktur. Das Wort Infrastruktur wird ja in allen europäischen Sprachen sehr verbreitet verwendet, unglaublich häufig im Alltagsleben, aber das ist ein Wort, das man fast nie definiert. Ein Wort, das auch manchmal in Bezug auf klinische Definition fehlt oder wo die klinische Definition einfach nicht da ist. Infrastruktur, darum geht's. Und welchen Knopf soll ich jetzt drücken, fragt der Redner. Digitale Infrastruktur ist nämlich ganz schön verwirrend. So, jetzt sind wir bei meinem Vortrag. Das ist der Titel, die Politik der digitalen Infrastruktur in Städten. Und ich möchte, dass Sie jetzt einmal durchdenken, was wir unter Infrastruktur verstehen. Im urbanen Kontext, also Städte mit 4-5 Millionen Einwohnern wie Berlin oder auch in der Gesellschaft, wo das Digitale alles durchdringt. Alle Mikroaspekte, alle Dimensionen unseres Lebens vermittelt. Das ist eine Transformation, die sich sehr schnell und auch unvorhersehbar und manchmal auch sehr erstaunlich vollzogen hat. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Städte waren immer Drehscheiben für Infrastruktur in der Gesellschaft. Wir gehen jetzt zurück zum Ursprung der Städte. Da gibt es immer diese Drehscheiben der Konzentration von Infrastruktur, die durch Infrastruktur möglich werden. Und die letzten Transformationen der digitalen Infrastruktur und der digitalisierten Infrastruktur, das sind die neuesten Manifestationen eines sehr alten Prozesses. Man kann auch sagen, dass historisch betrachtet Infrastruktur in Bezug auf moderne Industriestädte etwas war, was Natur zu Kultur gemacht hat. Alle Ressourcen, alle Dinge wie Wasser, Energie, Nahrung und Kommunikation
werden so in die Stadt aus dem Hinterland, das die Städte bedient, auch wenn man das heute kontrovers diskutiert, gebracht worden. Das heißt, wir möchten auch natürlich Abfälle wieder herausbringen in Form von Gas, Umweltverschmutzung in Form von Abwasser und in Form auch von gebrauchten Produkten. Das heißt, hier gibt es große Fragen, wer sind wir? Wir mit unserem Körper sind in dieser Infrastruktur und in diesen Infrastrukturgeweben gefangen, die man häufig gar nicht sieht. Ohne die Infrastruktur können wir einfach nicht leben. Das könnte man zusammenfassen. Stellen Sie sich mal Berlin vor, ohne dieses riesige Netz der Nahrungsinfrastruktur, Logistik, Energie, Wasser, Müllinfrastruktur und digitale Medien, die natürlich alles ermöglichen. Ohne das wären wir in einem Zustand massiver Krise. Versuchen Sie mal eine Woche ohne Strom zu leben. Dann wird Ihnen klar, dass man immer eingeschaltet ist, dass die Stadt mit dieser ständig eingeschalteten Infrastruktur mit diesen Strömungen und Flüssen zusammenhängt. Das wirft ein paar Fragen auf und auf die konzentriere ich mich. Zunächst möchte ich die Frage stellen, was ist eigentlich Infrastruktur? Ich habe ja schon gesagt, man hat hier keine sozialwissenschaftliche Literatur, die dieses Wort, das wir so häufig verwenden, definiert. Zweitens möchte ich, dass wir die Frage betrachten, was Digitalisierung ist und wie Digitalisierung nicht nur der Stadt, sondern aller Infrastrukturen der Stadt Fragen aufwirft in Bezug auf Gerechtigkeit, Gleichheit, soziale Ausgrenzung. Und dann möchte ich die Frage der Smart City betrachten. Das ist ein Paradigma, das wirklich sehr stark ist, wenn es um das Durchdenken der Nutzung von digitaler Infrastruktur und Technik für die Zukunft der Stadt geht. Das möchte ich beleuchten und auch kritisieren. Und dann möchte ich das, was Tobi diskutiert hat, analysieren, nämlich wie wir mehr über Infrastruktur verstehen, wenn sie uns weggenommen wird. Manchmal lernt man mehr über ein Stromnetz oder ein Internetsystem, wenn man es nicht mehr hat. Das ist ziemlich interessant zu betrachten. Jetzt muss ich mich umdrehen, damit ich überhaupt einmal meine eigenen Folien lesen kann. Was die Definition der Infrastruktur angeht, denke ich, ist die beste akademische Quelle, Susan Lee Starr, die Leiter nicht mehr unter uns weilt, aber sie hat wirklich ganz detailliert analysiert, was das ist, was wir Infrastruktur nennen. Da gibt es viele technische Fragen natürlich. Sie spricht zum Beispiel über das Angebot zeitlicher und räumlicher Reichweite. Sie spricht über Lernen, wie man Infrastruktur nutzt, wie man als Kind lernt, einen Wasserhahn aufzudrehen, die Toilette zu nutzen, Steckdosen zu benutzen und die riesige Welt über digitale Medien zu lernen, die ja alle 5 Minuten neu erfunden wird. Für einen 53-Jährigen wie mich ist das ganz schön schwer. Das hat auch mit Konventionen der Praxis zu tun. Kulturen und Normen, wie wir diese ganzen Technologien nutzen sollen. Dann werden hier Standards und Normen gesetzt, die ganzen verschiedenen Stecker und Steckdosen, unterschiedliche nationalen Stromnetze und Systeme müssen berücksichtigt werden. Das Ganze wird in die Welt eingebettet um uns herum, in das Kapital um uns herum, damit das alles sich bewegen kann. Und das Ganze ist in modularen Steigerungen fixiert. Man baut ja ein System nicht über Nacht. Ein globales System entsteht nicht über Nacht, sondern in Schritten, inkrementell. Das Ganze ist eingebettet in andere Aspekte des Lebens. Und dieses Wort ist interessant, denn häufig vergisst man,
diese Sachen, wenn sie da sind. Man denkt an sie, wenn sie plötzlich nicht mehr funktionieren. Und das Ganze ist transparent. Wenn Sie ein Auto starten, müssen Sie ja nicht darüber nachdenken, was da alles passiert, damit das Auto überhaupt fährt. Und wenn Sie in einen Zug steigen, geht es nicht um komplexe Prozesse. Sie gehen einfach rein und fahren los. Es gibt einen neunten Aspekt hier, der hier nicht steht. Aber diese Definition von Infrastruktur hilft uns, darüber präzise nachzudenken, was Digitalisierung mit Infrastruktur macht. Denn das Ganze baut auf der Geschichte, wie Elektrizität, Kommunikationssysteme, das Telegrafensystem, das Telefonsysteme, Wassersysteme, Metro-, U-Bahn-Systeme, wie all die anderen Netze, die moderne Städte wie Berlin aufgebaut haben, entstanden sind. Sie sind an den Ort gekommen. Alle Systeme, die gebaut wurden, wurden im Prinzip so gebaut wie Blackboxes. Das sagen die Soziologen zumindest so. Das heißt, das ist etwas, was man nutzt. Was da drin ist, ist in der Blackbox. Das bedenkt man nicht und das berücksichtigt man nicht. Wenn Infrastrukturen optimal funktionieren, dann sind sie im Prinzip gar nicht mehr zu bemerken. Das hat David Perry gesagt. Das ist ein Bild, als Infrastrukturen nicht so gut funktionierten. Ein Bild von Manhattan im Jahr 1884, als sie gerade anfingen, die Telefonleitungen in der Stadt zu legen bzw. zu spannen. Jeder dieser Striche ist eine Telefonleitung. Das war Chaos. Das war vor die Telefone in Blackboxen gebracht wurden, bevor die Blizzards das immer wieder zerstörten und man schließlich unterirdisch verlegt hat. Und dann wurde alles verbunden und das war das Ende der Geschichte. Strom stand damals im Zentrum dieser Veränderung, dieser Transformation. Und diese Stadt war die Metropolstadt par excellence, denn gerade zur Weimarer Zeit gab es viel Aufregung darum, wie stark Berlin wuchs und sich zu einer Industrienation entwickelt hat. Und zwar viel später als Frankreich und Großbritannien. Und hier hatten wir diese elektrische Infrastruktur, die das vorangetrieben hat. Und das war auch Gegenstand vieler Gespräche. Denn wer hätte gedacht, dass Strom natürlich hier ganz vorne dabei war bei der Infrastruktur in diesem Im 19. Jahrhundert war das aber so. Und nun kommen wir zur Digitalisierung. Und zwar geht es darum, wie die Informatik mit ihrem Entstehen dann Menschen verändert hat und letztendlich auch Städte. Es gab eine lange Tradition, insbesondere in Nordamerika, nachdem man das Ganze eher naiv betrachtet hat, insbesondere zwischen den 60er und 80er Jahre. Das zeigt Ihnen vielleicht auch hier dieses Zitat. Ich hoffe, Sie können das alle lesen. Es gab immer mehr Informationen, die man über schnellere Kommunikationsnetze transportieren konnte, durch Glasfaser, Leitungen und Satelliten. Das heißt, aufgrund dessen konnten wir überall alles leisten. Und das ist sehr faszinierend, denn man hat mir gesagt, dass das Humboldt-Institut sich an einem besonderen Standort befindet, und zwar sehr nah am Parlamentsgebäude. Und das ist ganz entscheidend für das Institut und seinen Erfolg. Historisch, so wie McLuhan hat gedacht, dass eine Stadt eher anachronistisch ist und dass man sie eigentlich nicht mehr braucht. Denn jetzt könnte man ja Kommunikation von überall aus betreiben. Wir haben jetzt hier noch Martin Pauli, einen Architekt. Er hat gesagt, urban betrachtet ist es so, dass sobald die Zeit im Moment sich abspielt, die Räumlichkeit keine Rolle mehr spielen wird, nicht mehr notwendig sein wird. Denn man hat ja nun den Cyberspace. Das ist sozusagen eine eigene Welt. So hat man das in den 80er und 90er Jahren gesehen. Und 1994 haben wir dann gehört, dass die Stadt
so ist wie eine Verblendung in einem Film. Und mittlerweile befinden wir uns nun in den urbansten Teil der Geschichte, die die Welt je gesehen hat. Und ich glaube, das ist wirklich keine Überraschung, wenn man sich das einmal ansieht. Die digitalen Medien, die digitalen Technologien sorgen für immer mehr Urbanisierung. Sie vereinfachen das und führen uns in die heutige Welt. Warum, aber wenn die Medien wirklich so toll wären, warum kommen sie dann her und schauen sich eine Live-Veranstaltung an? Das heißt, der Ort spielt immer noch eine Rolle, trotz dieses starken Wachstums der digitalen Technologie. Und hier haben wir ein bisschen mehr Text, aber ich glaube, man sollte sich das wirklich ansehen. Denn der Begriff der Cyberspace drückt sich vor allen Dingen durch zwei Medien in den USA aus. Und zwar haben wir hier J. David Bolter und Richard Grusin. Es ist viel weniger ein Ersatz für die Stadt oder für ein Gebäude oder für die Zeitschriften, sondern diese neuen Technologien sind vielmehr eine Art Neuverhandlungen dieser Aspekte. Ich werde jetzt einmal kurz dieses Zitat durchgehen. Das hat wirklich eine sehr subtile Bedeutung, denn sie sagen, Cyberspace gehört nun zu unserer modernen Welt. Und zwar ist der Cyberspace durch diese Neuverhandlungen entstanden. Als ein digitales Netzwerk hat der Cyberspace die elektronische Kommunikation neu erfunden. Und das gilt auch für die Malerei, für den Film und das Fernsehen. Das heißt, nichts davon ist verschwunden. Es wird nur neu geordnet und konsumiert durch die neuen Technologien, die neuen Medien. Soziale Räume, denn das verbindet sich ja mit dem richtigen, dem realen Raum in verschiedener, komplexer Weise. Diese neuen Medien, und wir beziehen uns hiermit auf die 90er Jahre, das war damals wirklich eine große Erkenntnis angesichts der Entwicklung in Nordamerika und dieser Idee, dass Städte vielleicht bald völlig veraltet sind. Aber durch die neuen Medien konnte man aber Orte neu ordnen und das auf eine sehr politische und dennoch versteckte Weise. Ich werde darauf später noch einmal eingehen. Wir sollten uns ein paar Beispiele ansehen. Wir haben hier dieses kleine Gerät in Ihrer Tasche. Denken Sie einmal darüber nach, wie das Smartphone, beispielsweise die Kamera, das Videogerät, die Landkarte, das Telefon in einen neuen Zusammenhang gestellt hat oder aber auch Navigationssysteme oder aber auch Logistiksysteme, den Einzelhandel. Denn das Telefon ist eine Art Tor in eine komplexe Infrastrukturwelt. Jedes Mal, wenn Sie beispielsweise das GPS auf Ihrem Smartphone benutzen, dann verbinden Sie sich mit 24 Geostationen, die sich im Besitz der US Air Force befinden. Und das sind die gleichen Systeme, die genutzt werden, um Bomben über Afghanistan abzuwerfen. Dass hinter diesem Gerät, hinter diesem Frontend gibt es eben noch diese ganze Backstage der globalen Information. Und jetzt denken Sie doch mal über das Buch nach. Jeder sagt, Bücher braucht man nicht mehr. Alle haben jetzt Kindles und E-Reader. Aber das stimmt nicht. Denn auch Bücher werden immer noch gebraucht. Und gerade dieses physikalische Buch zum Anfassen hat eine besondere Rolle. Es werden mehr Bücher gedruckt als je zuvor. Und denken Sie über Körper, digitale Körper nach, die neu strukturiert werden und jetzt eine Schnittstelle darstellen. Das ist eine Art Cyborg-Transformation. Oder denken Sie an EasyJet als Vorreiter der Billig-Airliner. Aber Sie übernehmen bei der Buchung die ganzen Arbeit und nicht mehr die Reisebüros. Allerdings sitzen wir nicht zu Hause in unseren kleinen Käfigen und betreiben nur virtuellen Tourismus. Nein, wir reisen um die Welt und schauen uns die Städte selbst an. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf Städte wie Berlin. Daraus ist auch Airbnb entstanden.
Denken Sie über Straßen nach oder aber auch an globale Räume. Das heißt, ich würde sagen, am besten denkt man über diese Veränderungen nach, indem man Körper, Städte und Medien im Kopf hat und dann dieses Konzept der Neustrukturierung, der Neuverhandlung, eine ganz neue Dynamik, die dabei entstanden ist. Und das hat natürlich eine große Auswirkung darauf, wie einfach man sich über Plattformen miteinander verbinden kann. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Guardian, eine eher linksgerichtete Zeitung, wird ausschließlich wirklich als Zeitung gelesen. Und diese Zeitung konzentriert sich sehr auf Großbritannien. Und mittlerweile ist das aber die größte linksgerichtete Zeitung in Nordamerika. Und dort wird sie überhaupt nicht ausgedruckt. Und sie ist immer noch sehr beliebt. Sie hat sich dort neu organisiert und ist nur eine Plattform, die digitalen Inhalt betreibt und weltweit zugänglich ist. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch die Internetinfrastruktur auch wirklich etwas Materielles hat. Man hat oft vergessen, mit dieser virtuellen Cyber-Idee, dass alles auch eine materielle Grundlage hat. Man denkt immer, das kann überall in jedem Zeitraum passieren, aber das hat auch einen geografischen Aspekt. In einigen Orten gibt es das, an anderen nicht. Städte haben natürlich hier einen großen Vorteil, denn hier konzentriert sich natürlich die beste digitale Infrastruktur. Ich habe zwei Söhne, die sind 17 und 18 Jahre und die brechen sofort in kalten Schweiß aus, wenn sie irgendwo keinen Zugang zu Breitbandinternet haben. Aber manchmal gibt es das nicht, insbesondere nicht in England auf dem Land. Und dann haben sie wirklich psychische Aussetzer und Probleme, wenn sie da keinen Zugang haben. Aber es geht nicht nur um Kabel und Satelliten, aufgrund dessen man das Internet erhält. Es gibt auch noch eine ganze Reihe von anderen Infrastrukturen, die das unterstützen, beispielsweise das Stromnetz. Denn nur durch Strom haben wir ein Internet und das verbraucht natürlich viel Energie. Hier sehen Sie das Internet, falls Sie nicht wussten, was das ist. Also zumindest ist das ein Teil des Internets. Haben Sie einen Vorschlag, was das ist? Das handelt sich um einen Kühlkomplex. Und zwar von einem der 100 Serverfarms von Google. Man findet das überall auf der Welt und oft eher in größeren Höhen. Denn aufgrund der Erwärmung muss man sich sozusagen immer weiter nördlich auf der Welt bewegen, wenn man solche Serverfarms kühlen möchte. Und da haben wir hier diese großen Kühlsysteme. Und diese werden eben immer in größeren Höhen vorzufinden sein. Also das müssen Sie auch im Kopf haben, wenn Sie über das Internet sprechen. Das spielt sich alles im Hintergrund ab, aber es hat eine ganz entscheidende Auswirkung. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wir haben also gerade die Frage besprochen, was überhaupt Infrastruktur bedeutet. Aber jetzt kommen wir zu den digitalen Städten. Es gab virtuelle Gemeinschaften vor 30 Jahren oder es gab auch andere Begriffe wie die vernetzte Stadt. Aber das alles spiegelt die Idee wieder, wie die Regierung oder die Städte versuchen, ihre Städte zu verkaufen über Marketingagenturen, damit Städte eben nach Hightech aussehen. Erinnern Sie sich an Berlin in den 30er oder 20er Jahren? Und in den letzten Jahren ging es vor allen Dingen darum, wer ist so digital und futuristisch wie möglich. Und dieser Begriff der Smart City ist derzeit besonders mächtig. Und das wird von den Unternehmen vorangetrieben, von Immobilienmaklern, von den Städten selbst. Und das berührt eine Reihe von verschiedenen Diskussionen. Die stetige Computernutzung, die allgegenwärtig ist in allen Räumen, Körpern, Gebäuden. Dann haben wir natürlich das Internet der Dinge.
und die sozialen Medien und dieses stetige Wachstum von Google Earth, den Navigationssystemen, die immer verbreiteter sind. Und das alles hat natürlich diese Idee der Cybernetik. Denn es gab ja eine Reihe von Informationssystemen und Städten, die nicht so erfolgreich waren. Aber jetzt werden wir perfekte Informationen erhalten. Und wir werden in der Lage sein, alle komplexe Systeme zu kontrollieren, die die Städte kontrollieren. Das heißt Dienstleistungen, und hier haben wir wirklich ein tolles Zitat von IBM. Und hier sehen wir das Kontrollzentrum in Rio. Da ging es dann um die Olympischen Spiele und was hier für Investitionen getätigt wurde. Und da waren natürlich viele IT-Unternehmen, die versucht haben, diese Städte zu kolonisieren, damit ihre Betriebssysteme verwendet werden. Und IBM hat das Problem eigentlich sehr gut beschrieben. Die Städte heute basieren auf getrennten Domains und es gibt dabei nicht die Möglichkeit, als Ganzes überhaupt verwaltet zu werden. Das heißt, Stadtdirektoren haben nicht diesen einen Ort, wo sie natürlich sofort den Status oder historische Berichte erhalten können. Das heißt, jeden Tag entstehen immer wieder neue große Datenmengen aus verschiedenen Quellen, aber die Städte sind gar nicht in der Lage, die sinnvollen Informationen daraus visuell darzustellen. So ist das bei den städtischen Verwaltungen. Und IBM hat natürlich, das ist keine Überraschung, gesagt, sie haben eine Lösung dafür, nämlich die smarte Stadt. Und das sollte dann das hier sein, das sollte die Lösung sein. Eigentlich eine sehr alte Idee der Cybernetik. Also so nach den 40er Jahren ist diese Idee entstanden der urbanen Verwaltung. Es gab also diese Idee der Kontrolle durch Cybernetik in den USA, wie man also den Staat und das Wohlfahrtssystem besser planen und verwalten kann. Und hier gibt es ein Beispiel dazu, nämlich wie man im Verkehr die ganzen Daten sammeln kann und dann einen perfekten Überblick erhält. Wichtig dabei ist, das hat Tobi ja schon erwähnt, dass es eben diesen Wunsch gibt, so futuristisch wie möglich zu sein und die eigene Stadt als eine Hightech-Drehscheibe zu verkaufen. Und das heißt, es geht vor allen Dingen auch um symbolische Macht, die symbolische Macht des Digitalen und natürlich einer ganz neuen Landschaft. Das heißt, es geht bei all diesen Projekten darum, die Zukunft zu verkaufen. William Gibson hat gesagt, die Zukunft ist schon längst angekommen bei uns, sie ist nur ungleich verteilt. Eine Reihe von Agenturen in den Städten sagen immer, ja, wir sind schon längst in der Zukunft angekommen, zum Beispiel in Dubai. Da gibt es schon ganz futuristische Sci-Fi-Autoren und Denker, die sich immer überlegen, wie können wir jetzt schon aussehen wie die Zukunft? Da gibt es ja den größten Turm in Dubai, den höchsten Turm. Und dieser wurde von SOM Chicago gebaut, von den Architekten, die eben sich vorgestellt haben, das könnte so wie die Smaragdstadt aussehen beim Zauberer von Oz. Das ist nämlich genau der Gedanke bei diesen großen Städten, dass man sie so vorher versucht darzustellen und dann sehen sie eigentlich eher aus wie die 50er-Jahre-Version der Zukunft. Das heißt, so versucht man die Städte der Zukunft zu erschaffen. Hier haben wir ein klassisches Beispiel wie Songdo in Südkorea. Viele dieser Städte werden letztendlich gar nicht gebaut, sondern sie sind eine Art Bild, eine Art Vision. Und dann haben wir natürlich große Star-Architekten wie Norman Foster,
die dann ökologisch verträgliche Städte bauen wollen in der Golfregion. Ich bin mir sicher, das ist sehr profitabel, denn diese Stadt wird als eine ökologisch verträgliche Stadt dargestellt. Das heißt, man hat hier gute Ressourcennutzung, viel Recycling. Das ist Masdar Stadt in Abu Dhabi. Was hier aber fehlt, ist die soziale Komponente. Und auch die Menschen werden oft nicht beachtet. Das ist die Frage bei der Smart City. Sieht man hier irgendwann mal einen Mensch auf solchen Bildern oder Diagrammen? Das ist eigentlich eher sehr technokratisch und sehr elitär. Und das wohl schwierigste Beispiel ist ein Insel, was im Atlantik gebaut wird, Lagos, Nigeria, die größte Stadt dort. Eigentlich ist das eine Art elitärer Apartheid-Blase. Das heißt, weit entfernt von den chaotischen Landschaften der Lagunen von Lagos. Sie müssen sich das mal über Google Earth angucken. Was ebenfalls verkauft wird, ist ein neuer Lebensstil. Das ist jetzt schon ein bisschen altmodische Version der neuen Lebensstile, aber es geht normalerweise um neue Benutzeroberflächen, so Google-Glas-Arten der Sichtweise, eine neue digitale Schnittstelle zwischen Ihnen, Ihrem Körper, Ihren Sinnen und der Stadt drumherum. Das ist die sogenannte augmentierte Realität. Erweiterte Realität, auch wieder sehr Sci-Fi-mäßig und auch ziemlich dystopisch, wie zum Beispiel der Film Minority Report. Da ging es ja darum, dass die Stadt den Standort aufspüren kann und datenbasierte Systeme, die verbinden sie mit allem, ihre Präferenzen, ihre Lokalisierung, und das Ganze wird dann fürs Marketing genutzt. Das heißt, hier geht es darum, Daten zu sammeln, Daten zu kommerzialisieren aus den massiven Daten, die jeden Tag generiert werden. Und das ist eben unsere digitale Präsenz, unsere digitalen Aktivitäten. So könnte das aussehen, wenn es überhaupt keine Privatsphäre mehr gibt, wenn es gar keine Datenregulierung mehr gibt. Das heißt, da werden hier Beispiele gegeben für Werbung nach dem Zeitalter der Privatsphäre. Jede Anonymität geht verloren. Und das hat auch was mit der Geschichte der Städte in der modernen industriellen Zeit zu tun. Viele Menschen wollen aus dem konservativen Dorfleben fliehen, gehen in die Städte. Die Städte waren sehr verführerisch, denn dieses Gefühl, absorbiert zu werden in die Masse, das war sehr attraktiv. Gleichzeitig war aber auch die Stadt eine ständige Bedrohung für die politische Elite, weil dort die Revolutionen entstanden. Urbanismus, urbane politische Mobilisierung in einer Welt, die immer stärker verfolgt, beobachtet, überwacht wird, auf intensive Art und Weise, die alles in Frage stellt, was Intimität und Privatsphäre angeht. Da ist aber ein noch stärker besorgniserregender Aspekt dabei. Und wenn man Städte organisiert als große Ansammlungen von Software, dann ist im Prinzip das Agens hier die Software. Menschliche Aktivität kann nicht die ganzen Aktivitäten organisieren, die ganzen Infrastrukturströme in der Stadt. Und sobald die Software selber Agens ist, dann wird die Politik der Stadt zunehmend von dem bestimmt, der die Software schreibt. Wie kann die Software differenzieren zwischen einzelnen Menschen in der Stadt? Das ist das Konzept der von Software sortierten Stadt. Das passiert überall. Und meistens ist es unsichtbar. Ich gebe Ihnen ein frühes Beispiel, das immer noch einen Menschen an der Schnittstelle hat. Also es geht jetzt nicht mehr um reine künstliche Intelligenz. Aber wenn Sie sich mal die Callcenter im Vereinigten Königreich oder sonst wo auf der Welt vorstellen, da wird Ihre Telefonnummer
automatisch vom System registriert und sie werden unterschiedlich geroutet, je nachdem, wie sie sich vorher als Kunde verhalten haben. Zum Beispiel, wenn Sie ein guter Verbraucher sind, bekommen Sie sofort eine Antwort. Sie gehen an der Schlange vorbei sozusagen. Sie bleiben nicht in der Warteschleife. Wenn Sie aber nicht gut zahlen, wenig verbrauchen, dann hängen Sie in der Warteschleife ewig drin. Das heißt, die Politik in diesen Smart City sind so organisiert, dass Menschen hier reguliert werden und beobachtet werden. Smart Video Technology ist eine neue Entwicklung und die Anzahl der Anwendungen ist wirklich besorgniserregend und überraschend, vor allen Dingen im Vereinigten Königreich. Videoanalytik ist hier entscheidend. Das heißt, hier sitzt niemand, der halb schlafend mit einem Sandwich im Mund das hier beobachten muss auf dem Bildschirm. Das Ganze ist digitalisiert. Die Software trifft Entscheidungen. Was ist hier eine Bedrohung? Was muss hier geschützt werden? Das ist völlig politisch. Und das ist ein Beispiel, das viele Menschen besorgt. Das ist ein Beispiel für ein Videosystem, das in Boston vor ungefähr 7, 8 Jahren ausprobiert wurde. Im Prinzip hat die Software, sieht, wie ein Mann aus dem Auto steigt und wie hier ein Fahrradfahrer fährt. Der Fahrradfahrer wurde als Bedrohung, der Autofahrer als der Bedrohte identifiziert. Das heißt, die Programmierung der Software entscheidet dann, wer hat ein Recht auf was in der Stadt. Aber das Ganze wird noch merkwürdiger und auch erschreckender und beängstigender, wenn Sie hier vollständig automatisierte urbane Infrastruktur sehen. Zurzeit konzentriert man sich ja auf diesen Trend von Uber und völlig fahrerlosen Fahrzeugen. Autos, LKWs, Bussen und schließlich irgendwann auch Flugzeugen ohne Piloten. Und das sind die großen Disruptoren, die die Transportsysteme in Frage stellen, die alle human basiert sind. Hier gibt es einen großen Push, inspiriert von historischen Ideen von der Zukunft. Wie viele Science-Fiction-Filme haben Sie gesehen ohne automatisch fahrende Autos oder fliegende Fahrzeuge? Der Guardian nennt das Franken-Algorithmen. Das heißt, hier sind keine Menschen dabei. Im März 2018 wurde ja eine Frau, eine Fahrradfahrerin, am Rand der Autobahn bei einem automatischen Fahrzeugtest von Tesla getötet. Das heißt, die Sensoren des Fahrzeugs gehen ja in das Computersystem ein mit verschiedenen Sensoren. Die Frau wurde sogar erfasst, aber sie wurde als nicht menschlich identifiziert. Das heißt, hier sieht man eine radikale Intensivierung dieser politischen Sichtweise, die eingebaut ist in die Software. Und da gibt es auch noch einen Untertitel dazu. Einige der Infrastrukturen, die in die Städte kommen, sind ja im Prinzip offensichtlich dafür gedacht, mit dem Fahrrad besser durch die Stadt zu kommen, Suchmaschinen für autonome Fahrzeuge zu nutzen. Aber der Gewinn aus dieser Infrastruktur, dabei geht es um das Verkaufen von Daten, das Sammeln von Daten in komplizierten und komplexen Märkten. Apple, Google und andere werden dann zur Plattform für solche großen wirtschaftlichen Bewegungen und sie beeinflussen, wie sich solche Plattformen entwickeln, wie verschiedene Leistungen und Standorte verarbeitet werden in der Stadt. Und das Ganze ist nicht gut verstanden. Man denkt, das ist doch sehr auf Partikularinteressen aufbauend und nicht so sehr im Einflussbereich der Nationalstaaten. Man denkt nur an die Cambridge Analytica-Krise und diesen Skandal. Man sieht auch in Bezug auf Facebook ähnliche Skandale.
ähnliche Entwicklungen bei verschiedenen anderen Entwicklungen, die so ein bisschen Risse in das schöne Bild machen. Aber das komplexe System, wie Daten gesammelt, verkauft und weiterverbreitet werden, all das verstehen wir nicht so. Das sind beängstigende Entwicklungen, wie zum Beispiel Apps uns verfolgen, wie in verschiedenen Systemen, die man nutzt, solche Apps migrieren und einen weiterhin beobachten. Es gibt verschiedenste Unternehmen, die versuchen, neue Möglichkeiten zu erfinden, wie man Güter und Menschen bewegt. In Israel gibt es sowas, Entschuldigung, war nicht Israel, sagt der Redner, Island, da gibt es sowas Ähnliches wie Amazon, aber die Drohne wird zur Auslieferung verwendet. Das ist die Killer-Idee. Das ist so ein bisschen wie dieser Smart Fridge, der Kühlschrank, der Milch bestellt. Wenn wir das haben, haben wir die digitale Utopie. Heute heißt es, solange man seinen Burger über die Luft bekommt, hat man das digitale Nirvana. Und das ist das Argument von Dara Khosrowshahi. Er ist der CEO von Uber. Und er sagt, ein Schlüssel der Lösung für urbane Mobilität ist, Burger durch die Gegend zu fliegen. Da gibt es eine Menge merkwürdige Dinge in der Debatte. Massive Forschung und Entwicklung findet hier statt, in der Aeronautik an der Universität, in der IT-Abteilung an der Universität. Da wird fieberhaft dran gearbeitet, neue Entwicklungen im Bereich solcher Flugzeuge voranzutreiben. Da geht es auch um Flugtaxis, die Menschen herumfliegen, weil in den Städten ständig Verkehrsstaus sind und man kaum sich bewegen kann. Man kann dadurch in die vertikale Dimension vordringen und neue Motoren- und Batterietechnologien ausprobieren, um hier autonome Flugobjekte zu bauen, die dann eben vielleicht auch diese Abneigung der Menschen überwinden, sich hier in solche Objekte zu begeben und denen zu vertrauen. Aber es geht eben immer um Glauben und Vertrauen dabei. Es ist sehr kontrovers diskutiert, auch in Städten, wo die Eliten versuchen, die Zukunft zu sein. Das heißt, in Dubai werden solche Sachen übrigens häufig ausprobiert. Airbus ist in dieser Welt sehr aktiv. Die haben eine der Apps in Sao Paulo gekauft, eine Stadt, wo es Helikopter für sehr wenige reiche Menschen gibt, die ein solches System haben. Und es gibt so eine Art Uber-App für Helikopter. Und Airbus hat das gerade gekauft. Interessant. Das heißt, hier gibt es so einen Übergang zu den futuristischen Flugtaxisystemen. Im Jahr 2023 sollen die auch in London fliegen. Da gibt es schon urbane Szenarien, wie das funktionieren könnte, wo man da hinfliegen könnte, wo die Menschen dann aufgenommen und wieder abgesetzt werden. NASA hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie die Städte damit umgehen können, welche rechtlichen Herausforderungen, technischen Sicherheitsherausforderungen, terroristische Herausforderungen. Es gibt Drohnen in der Nähe von Flughäfen, Flugtaxidrohnen, Überwachungsdrohnen, Lieferdrohnen und so weiter. Es kommen verschiedene Firmen mit futuristischen solchen Skyports auf den Markt. Das heißt, da gibt es Stationen im Himmel für solche Flugtaxis. Wie viele Science-Fiction-Filme haben Sie gesehen, wo es sowas nicht gibt, wo die Fahrzeuge einfach in der Stadt, in der Straße landen und dann wieder abheben? Die Science-Fiction-Filmemacher haben das alles schon vorausgesehen. Aber vielleicht ist die größte Sorge die Frage der Anonymität. Denn sobald man biometrische Systeme einbaut in solche Smart Cities, hat man ein totalitäres Regime, zumindest eine Fantasie davon. Sie können praktisch die Anonymität vollständig abschaffen. Und
das ist jetzt nicht ein schlechtes Remake von George Orwell oder Minority Report. Das Ganze entwickelt sich so schnell, dass die Deep Learning Systeme und die anderen Systeme schon eingebettet sind in diese ganzen Geräte. In China hat man ja gesehen, wie soziale Bewegungen und Künstler beobachtet werden durch solche Gesichtserkennungssysteme, die schon in den Städten installiert sind, in den CCTV-Systemen in China. Das heißt, hier gibt es vollständige Verfolgungs- und Beobachtungssysteme für die Bevölkerung. Man kann also schon das Ganze mit Fernsteuerung machen. Die Leute, die irgendwelche Aktivitäten betreiben, die sind sich dessen nicht bewusst. Es wird hier auch keine persönliche Meldung mehr gemacht, sondern die Leute werden konstant beobachtet. Das Deep Learning System sieht, ob sie einen Hut aufsetzen oder nicht. Hier wird ein Gesicht ständig adaptiert, ständig beobachtet und neu aufgezeichnet. Und das überlappt sich mit Sicherheitssystemen aus dem amerikanischen Militärsektor. Toby hat ja schon über Cities Under Siege gesprochen, wo ich darüber gesprochen habe, weil es mich besorgt. Wie viel Zeit habe ich noch übrigens? Die Idee der Smart City, die alles mit Sensoren erfasst, alles analysiert, alles vorhersagt. Das überlappt sich meiner Ansicht nach vollständig mit dieser militärischen Idee, Städte sicher zu machen. In der Welt nach dem 11. September sollen ja solche Systeme in Städten in Amerika eingebaut werden, zum Beispiel in Oakland City oder Oakland Port. Da gibt es Videoanalytik, da gibt es Kameras, Sensoren, alles Mögliche, was dann auch Daten erfasst, Bewegungen erfasst und so weiter. Es geht um das mit Sensoren erfassen von Städten und Gefahren erkennen. Lokale soziale Bewegungen haben dagegen protestiert. Das Ganze musste dramatisch verändert werden. Deswegen sieht man daran, wie wichtig soziale Bewegungen sind, wenn sie das politisieren, was hier nur als technische oder rationale Entwicklung dargestellt wird. Möchten Sie in einem Überwachungs- und Polizeistaat leben, steht hier auf diesem Poster. Die Tiefe der Datenerfassung durch die Sicherheitsagenturen wird jetzt durch Snowden und andere, durch die Pentagon Papers, durch die verschiedenen Whistleblower ans Tageslicht gebracht. Man sieht die Tiefe, wie die NSA Daten auf der ganzen Welt erfasst. Die haben ein unglaubliches System zur Erfassung und zur Sensorregistrierung von Daten. Das System geht über alles hinaus, was wir bisher hatten. Hier gibt es die SIGINT-Plattform, diese Sicherheitsplattform. Ein Teil dieser Plattform ist in Nordengland installiert, da wo ich herkomme. Wir kennen uns da also aus. Die IT-Unternehmen geben der NSA bewusst diese ganzen Daten. Und hier sehen Sie Microsoft, Facebook. Das sind übrigens militärische PowerPoint-Daten und Folien, die damals dann ans Tageslicht kamen. Hier sieht man diese großen Komplexe, wo die ganzen Daten verarbeitet werden. Das ist der größte Komplex. Ein Komplex, wo all diese gesammelten Daten zusammengebracht werden. Und man versucht hier Zwischenverbindungen in Bezug auf Industrie, Spionage und Sicherheit zusammenzubringen. Das befindet sich im Westen der Vereinigten Staaten. Aber es geht auch um einheimische Sachen. Trevor Padlin, ein interessanter Geograf, der die Geografie und den Urbanismus des dunklen Projekts der Sicherheitseinrichtungen in Amerika zu analysieren. Er hat auch optische Glasfaser
Systeme in Deutschland gefunden, die systematisch mit den Abhörsystemen der NSA verbunden sind. All das, was mit diesem digitalen Ende der Anonymität in Städten zu tun hat, hängt auch zusammen mit der politischen Situation, der wir uns derzeit ausgesetzt sehen. Denn hier sind wirklich die Traditionen in Europa herausgefordert, denn eigentlich haben wir ja immer offene, liberale Städte. Aber jetzt haben wir hier auch diese Veränderung in der Medienlandschaft, gerade auch in Bezug auf Fake News beispielsweise. Das kennen wir ja von Trump. Aber das Entscheidende, was ich zum Thema Smart Cities sagen möchte, ist, dass es sich um einen unsozialen, asozialen Blickwinkel handelt. Denn es ist ein technokratischer Blickwinkel, unter dem man die Städte betrachtet. Das heißt, die ganze zugrunde liegende Logik ist falsch. Denn wir brauchen einen gesellschaftlichen, sozialen Ansatz, um uns die Städte der Zukunft anzusehen. Und wir müssen die gesellschaftlichen, umwelttechnischen Aspekte angehen. Aber das Hauptanliegen scheint immer zu sein, mehr Daten zu sammeln. Adam Greenfield, der sich auch mit Smart Cities beschäftigt hat, hat gesagt, Smart Cities, über die spricht man ab und an, als sei es ganz offensichtlich, dass man lediglich versuchen muss, das Problem der Stadt zu lösen. Und man macht das einfach, indem man Sensoren in dieses städtische Gewebe einwebt und das zuhauf und dann einfach die ganze Zeit Daten abgreift, um die entsprechenden Algorithmen zu entwickeln. Das heißt, in diesen ganzen verschiedenen Unternehmen gibt es Leute, die nur das versuchen, weil es so viele Daten einfach gibt. Es gibt allerdings viel interessantere, von der Basis ausgehende Plattformen, wo es erst einmal um das menschliche Leben geht, was ja vorhanden ist. Und von da auf baut man auf. Christian Ault in Ost-London hat erst mal versucht, sich anzusehen, wie die Menschen sich in der Stadt bewegen und wie gestresst sie sind, um sich mit diesen ganzen Umweltproblemen auseinanderzusetzen, mit den ganzen Straßen. Und er hat versucht, immer mehr Kräfte aufzubieten im Kampf für die Umwelt. Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass man die Infrastruktur sich vor allen Dingen unter diesem Aspekt der Störung und des Ausfalls ansehen sollte. Denn wir hatten ja schon dieses sehr technische Zitat von Leigh Starr in Bezug auf die Infrastruktur. Ich glaube, dieses neunte Konzept ist sehr wichtig und entscheidend. Die Infrastruktur wird immer dann deutlich, wenn sie ausfällt. Denn das ist ja die Tendenz, die wir haben, dass wir das alles eher als Blackbox betrachten. Wir sehen die Infrastruktur nicht, auch wenn sie direkt vor uns liegt. Aber wenn solch ein System ganz plötzlich ausfällt, dann wird diese Infrastruktur auch für uns sichtbar. Und das ist eigentlich paradox. Und dann wird das Ganze natürlich auch politischer. Denn ansonsten ist es schwer, Infrastruktur politisch zu machen, denn sie scheint eher technologisch und technisch und für viele auch einfach langweilig. Ich gebe Ihnen einmal ein Beispiel, was passiert, wenn man einer Gesellschaft einfach den Strom entzieht, die davon aber so abhängig ist. Es gibt eine Reihe von Auswirkungen, denn man bewegt sich ja von einem Ort zum anderen zwischen den Infrastrukturen hin und her. Und oft wissen wir gar nicht, wie die Verhältnisse sich gestalten, wenn nicht ein solch ein Ausfall eintritt. Wenn man kein Erdgas hat, kein Erdöl, plötzlich gibt es keine Transporte mehr, man bekommt kein Geld mehr aus dem Geldautomaten. Wenn man einfach den Strom einmal sich wegdenkt, das ist wirklich sehr wichtig, denn man kann ihn ja nicht wirklich speichern. Das heißt, wir brauchen ja den Strom, um jeden Tag unsere Smartphones aufzuladen. Wir sind die Geisel des Stroms. Und dann gibt es
natürlich auch die topologischen Räume. Das heißt, insbesondere die digitale Infrastruktur verbindet sich ja mit Orten, die ganz weit entfernt sind und die andere ansonsten gar nicht angebunden wären. Das hat sich 2001 im Juli gezeigt. Da gab es einen großen Brand in einem Tunnel unter der Stadt von Baltimore. Und ganz plötzlich war es so, dass viele Länder in Afrika nicht mehr auf ihre E-Mail-Konten zugreifen konnten. Also man hat sich gefragt, wie kann denn das passieren? Aber das Internet ist eben auch etwas Materielles und verbindet einen Ort mit einem anderen. Und diese Glasfaserkabel laufen oft über Verbindung mit Nordamerika, wo das Internet erfunden wurde. Das heißt, die E-Mails von Afrika laufen über Baltimore, Washington und dann vielleicht wieder zurück. Das heißt, ein kleiner Brand in einem Tunnel hat letztendlich gezeigt, wie die Verbindungen sich eigentlich gestalten. Ein weiteres Beispiel, was vielleicht noch beeindruckender ist, ist folgendes. 2008 gab es ein kleines Fischereiboot im Mittelmeer in der Nähe und hat dort leider die Glasfaserkabeln durchtrennt. Und plötzlich waren mehrere Millionen Leute im Nahen Osten und Indien ohne Internet. Und warum ist das so? Auch hier muss man sich wieder die Infrastruktur ansehen. Denn diese Glasfaserkabel, die dafür sorgen, dass das Internet funktioniert, sind eben in der Nähe von Alexandria konzentriert. Aber diese Ausfälle bedeuten natürlich, dass wenn man in solch einer digitalisierten Gesellschaft lebt, mit einem solchen Überwachungssystem, Aktivisten auf den Plan gerufen werden. Denn hier hat man eben Beweise, ob das nun WikiLeaks ist oder die Panama Papers, Snowden, die Unternehmen sozusagen sue surveillance. Denn das heißt sozusagen, normalerweise gestaltet sich Surveillance ja von oben und diese Überwachung läuft von unten. Das heißt, hier sieht man, dass die Macht eigentlich bei der Elite liegt. Beim arabischen Frühling gab es natürlich auch soziale Medien, die zum Einsatz kamen, um sich gegen die Regime in Tunesien beispielsweise oder Ägypten zur Wehr zu setzen. Und in Bahrain versuchte man auch eine Revolution. Und ausgelöst wurde diese durch ein Bild von Google Earth. Wie war das damals? Ich weiß gar nicht, ob es die Schiiten oder die Sunniten waren, aber der Großteil der Bevölkerung konnte plötzlich über dieses Bild sehen, wie die Elite die Strände von Bahrain privatisiert haben. Und man hat gesehen, wie diese Strände extra dafür hergerichtet wurden, um dort Apartmenthäuser zu bauen. Und das führt dazu, dass sie gar nicht mehr der Fischerei nachgehen konnten. Und plötzlich hatte man diese Sichtbarkeit von dem, was da vor sich geht, über dieses Überwachungssystem. Und das sorgt natürlich dafür, dass man dann auch das Regime in Frage stellen konnte. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ein zu düsterer Ausblick war und dass das zu paranoid erscheint im Hinblick auf die Digitalisierung. Was ich eigentlich viel mehr erreichen wollte, war, Ihnen zu zeigen, wie subtil diese täglichen Begegnungen jeden Tag sind mit dieser Infrastruktur in den Smart Cities. Denn all dies wurde jetzt ganz neu strukturiert durch diese neue Infrastruktur. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie heute hierher gekommen sind. Der ist ziemlich gemütlich, da müssen Sie aufpassen. Können Sie mich hören? Funktioniert das Mikro? Ja.
Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag, Steven. Vielen Dank auch an die Dolmetscher für die Verdolmetschung ins Deutsche. Das scheint keine leichte Aufgabe zu sein. Herzlichen Dank. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die Sie angesprochen haben, Steven. Ein paar davon würde ich jetzt gerne detaillierter erörtern, bevor wir dann natürlich hier die Diskussion eröffnen. Wir haben immer noch den Hashtag Digital Society und dort können Fragen über Twitter gestellt werden. Wir können ja gleich einmal mit der Stadt Berlin anfangen und das vielleicht dann in den Kontext rücken zu den Punkten, die Sie angesprochen haben. Sie wissen ja, dass wir hier natürlich ein Problem des Wohnraums haben. Die Mieten steigen ins Unermessliche. Das ist nicht nur ein Problem, was wir in Berlin kennen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, über den die Bundesregierung viel spricht und sich damit auseinandersetzt. Man kennt das auch aus London und Paris, auch wenn es hier vielleicht noch nicht ganz so schlimm ist. Aber das ist ein Hauptproblem von Berlin. Und ich frage mich, ob das vielleicht mit dem zusammenhängt, was Sie am Anfang erwähnt haben. Sie haben gesagt, es gibt Narrative, die von der Digitalität begünstigt werden, wo es dann heißt, es gibt das Ende der Räumlichkeit. Und Sie haben aber gesagt, diese Räumlichkeit spielt immer noch eine Rolle. Warum gab es dann erst diese späte Reaktion, dass ein solches Problem durchaus auftauchen würde? Eigentlich hätte man das doch schon vor Jahrzehnten sich denken können, dass dieses Narrativ des Cyberspace und dass man dafür keinen Raum mehr braucht, dass sich das sich so entwickeln würde. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen an die 60er und 70er Jahre in den USA, aber auch in Europa zurückdenken. Denn dort hatten die Städte zu dieser Zeit große Probleme. Mitte der 70er Jahre war New York bankrott. In den USA, in den Vororten, gab es wirklich Probleme. Das waren die Ränder der Städte. Und da aus dieser Kultur hat sich dann der Cyberspace entwickelt. Das war kein Teil der europäischen Kultur. In Europa gab es viel mehr Probleme in den Industriestädten. Man konnte das so wirklich nicht vorhersehen. In vielen Diskussionen tauchte das überhaupt nicht auf. Das wurde natürlich getrieben von einem Wirtschaftsmotor, denn viele Sektoren, die die digitale Wirtschaft vorantreiben, basieren natürlich auf der Urbanisierung und werden getrieben dadurch, dass man so eng beieinander wohnt, sich so nah beieinander befindet. Denn hier findet man auch die Talente, die coolen Leute. Und das alles hat natürlich zu dieser Gentrifizierung geführt. Insbesondere in einigen Städten, die eben solche Drehscheiben für die digitale Gesellschaft sind. Das trifft nicht auf alle Städte zu, aber beispielsweise auf San Francisco und London. Und dadurch entsteht eben auch die Gentrifizierung. Ja, man hat das wirklich verpasst. Es war, auch die Dynamik war so nicht vorherzusehen. Denn wer hätte gedacht, dass ein paar Plattformen wie EasyJet oder Airbnb solch einen großen Auswirkung haben können und für die Gentrifizierung vieler europäischer Städte sorgen können. Es geht nicht darum, dass das EasyJet einfach nur billiger als die anderen Fluglinien ist, sondern vor allen Dingen aufgrund ihres Geschäftsmodells, nämlich dass man selbst die meiste Arbeit leistet. Und deswegen wird es letztendlich so preiswert. Denn man kann mittlerweile, zahlt man ja dafür so viel, wie man früher für einen Bus bezahlt hat. Und jetzt kann man tolle Städte wie Berlin oder Amsterdam besuchen für ganz wenig Geld oder auch Barcelona. Und das, da gibt es Touristenzahlen, die man so nie erwartet hätte. Und plötzlich kommt Airbnb, eine andere Plattform, die eben wiederum den Wohnungsmarkt komplett verändert. Und wenn man da nicht aufpasst, dann entsteht eine starke Gentrifizierung. Denn wie kann jemand, der etwas vermietet mit den Airbnb-Touristen, mithalten?
Wir haben tatsächlich darauf reagiert und haben jetzt dafür gesorgt, dass es für Airbnb schwieriger wird und dass es für die Personen auch schwieriger wird, ihre Wohnung auf Airbnb anzubieten, es sei denn, sie wohnen dort selbst drin oder aber wenn man eine besondere Erlaubnis erhält. Das heißt, es gibt die Städte müssen hier reagieren. Ja, ich glaube, das ist ein ganz neues Gebiet für Städteplaner. Wie geht man damit um, wenn man zu erfolgreich ist, wenn eine Stadt sich zu großer Beliebtheit erfreut? Das ist jetzt schon etwas verrückt, denn normalerweise war es so, dass die Städteplaner natürlich die Stadt verkaufen wollten, sie zu einer Drehscheibe machen wollten. Und jetzt möchte man eigentlich solche Touristen lieber fernhalten. Das ist ein ganz neues Paradigma, was man hier beobachten kann. Sie haben darüber gesprochen, dass es auch Initiativen von der Basis aus gibt, um mit dieser Datenerfassung und der Gentrifizierung umzugehen. Und es gab, können Sie uns ein Beispiel geben, welche Initiativen von der Basis aus gestartet wurden, wie die aussehen? Ja, diese Bewegung für Gerechtigkeit und Umweltfreundlichkeit in den USA ist mittlerweile sehr mächtig. Es geht darum zu verstehen, wie die Algorithmen beispielsweise von Versicherungsunternehmen verwendet werden, um bestimmte Menschen zu benachteiligen. Das heißt, man geht das sozusagen von hinten an und versucht halt herauszufinden, wie in den Städten Ausgrenzung passiert, beispielsweise über Postleitzahlen. Wenn man nicht in der richtigen Nachbarschaft wohnt, bekommt man keine Hypothek, keine finanziellen Dienstleistungen und dann wird man rot markiert. Das ist oft ganz subtil. Und einige dieser Aktivisten sind mittlerweile richtige Experten geworden für solche Algorithmen. Man versucht wirklich, diese Algorithmen einmal hervorzuheben und diesen technischen Aspekt wegzunehmen. Es geht darum, das Ganze einfach politischer sichtbar zu machen, denn das Technische hat immer auch diesen politischen Aspekt. Es gibt ja auch diesen kulturellen, philosophischen Begriff in Ihrem Vortrag. Sie haben gesagt, die Infrastruktur wird verschleiert und dann wieder entschleiert. Und Sie haben dann über diese Disruption gesprochen, haben auch gesagt, dass der Ausfall dann für die Sichtbarkeit sorgt. Sie haben über Stromnetze in Berlin und New York gesprochen und wie entscheidend sie sind. In vielen japanischen und amerikanischen Städten sieht man immer noch die Stromnetze, weil ja die Kabel überirdisch verlaufen. In Europa ist das weniger der Fall. Aber glauben Sie, dass das wirklich das Verhältnis der Menschen verändert hat zu der Infrastruktur in den Städten? Wenn man das jetzt Europa und die USA und Japan vergleicht, na, das ist eine ganz komplexe Geschichte der Urbanität und das sind natürlich nur sehr allgemeine Narrative, aber es gibt schon deutliche Unterschiede. Als Ähnlichkeit könnte man beispielsweise Wasser anführen, das kann man gut vergleichen, denn zunächst einmal waren Wasserleitungen immer sehr sichtbar, denn ansonsten gab es ja schlimme Folgen für die einzelnen Städte, wenn das Wasser keine gute Qualität hat. Und im 19. Jahrhundert gab es eben diese Wasserkraftwerke, die dann eben wie aussahen wie Kathedralen. Und heutzutage sind das ja eher so Leitungen aus Beton. Das wird alles verdeckt, da denkt keiner mehr drüber nach. Man hat beispielsweise, heute feiert man eher solche Fernsehtürme wie den am Alexanderplatz. Das war eher ein Symbol der nationalen Reife. Wir kennen ja alle diese Momente, wenn so etwas enthüllt wird. Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel nennen. Als es diesen Flug über den Atlantik nicht mehr gab oder sie alle ausgefallen sind, die Flüge, weil es eben diesen Vulkanausbruch in Island gab. Ganz plötzlich war es hier so, dass Zeitungen, die sich gar nicht mit Technik befassen, plötzlich sich auf
die Technik in den Flugzeugen bezogen hat. Und genau das Gleiche passierte bei Fukushima. Plötzlich wurde überall in den Zeitungen berichtet, wie ein solcher Reaktor eigentlich funktioniert. Und danach verschwindet das Ganze langsam wieder. Das heißt, man kann ein paar Verallgemeinerungen anführen, aber es gibt auch ganz spezifische Punkte. Die französische Tradition beispielsweise sieht ganz anders aus, da das Land eben sehr zentralisiert ist und die Republik nach der Revolution entstanden ist. Es ging um Modernität, um ein metrisches System und alles ballte sich in Paris. So wollte man Frankreich aufbauen. In dem Buch Disrupted Cities, wo Sie 2010 Herausgeber von waren, da schreiben Sie über die Unterbrechung der Infrastruktur, die wird dann einfach nur Müll, dann gibt es Blackouts und Ausfälle in den Städten. Das war vor 8 Jahren, als Sie es geschrieben haben. Jetzt sehen wir aber seit 2010 ziemlich viel Wachstum, digital gesprochen, dieser smarten Städte. Da gibt es viel Wachstum, viel Beschleunigung. Man könnte sagen, Pouveriot, den haben Sie ja hier auch zitiert, der ist letzte Woche gestorben, der hat das ein bisschen anders vorhergesehen. Das Phänomen hat eine ganz andere Größenordnung gewonnen, als man 2010 ahnen konnte. Was sagen Sie jetzt 2018 über das, was Sie 2010 geschrieben haben? Ging es da einfach nur um das Handhaben des Wachstums in anderer Art und Weise oder Entwachstum? Ja, das ist eigentlich die Frage. Es gab eine lange Debatte zur ökologischen Auswirkung von Städten, Zerstörung der Biosphäre, Krisen und so weiter, wurde da viel gesagt. Aber jetzt sind Städte manchmal zu beliebt. Es gibt Momente in London, die machen einem Angst aufgrund dieser Massen von Menschen. Das Ganze geht natürlich auch immer in Richtung der Städte im globalen Norden, wo alles in den Städten noch halbwegs funktioniert. Aber es gibt auch Stadtbewohner, die in selbstgebauten Shantytowns leben oder das, was man manchmal pejorativ Slums nennt. Und für die ist das, was wir haben, ein Riesentraum. Viel Alltagsleben in solchen Communities hat was mit Improvisieren von Infrastruktur zu tun. Strom klauen, gutes Wasser bekommen, damit die Kinder keinen Cholera bekommen. Unsere nördlichen Diskussionen, die lassen die größeren Krisen aus, wo es um globale Urbanisierung in Megacities im Süden des Globus geht, wo Infrastruktur wie Wasser und Strom immer noch schwer zu bekommen sind. Mumbai möchte das nächste Shanghai werden. Shanghai ist das Elite-Modell. Die wollen unbedingt, sind besessen davon, das nächste Shanghai zu werden. Aber sie können in einer globalen Wirtschaft, die 24 Stunden am Tag funktioniert, nicht genug Strom Versorgung garantieren. Infrastrukturrechte werden jetzt in urbane Rechte hineingeschrieben, in vielen globalen Städten. Das sind die Herausforderungen. Wir haben im Norden auch riesige Herausforderungen, aber wir sollten die anderen nicht vergessen. Wir haben in dieser Serie viel über Algorithmen gesprochen. Aus verschiedenen Perspektiven haben wir das beleuchtet. Und Sie haben diese wunderbare IBM-Folie von 2012 aus Rio de Janeiro gezeigt. Das Zitat war, Städte haben nicht die Möglichkeit, bedeutende Informationen aus den Daten, die sie sammeln, herauszuziehen, hat IBM 2012 gesagt. Das ist typisch internetzentriert. Wir hören das fast jeden Tag. Auch das Yevgeny Morozov-Buch, das sagt, Klick hier, so denken wir heute. Irgendwo muss man ja draufklicken können. Aber das Problem bleibt immer noch das Gleiche. Was sind die Alternativen zu Algorithmen, die solche Probleme lösen? Die wurden ja am Anfang dafür erfunden. Naja, das sind häufig so technische, depolitisierte Debatten, und sie verschleiern die sozialen Projekte,
und Probleme, für die sie da sind. Wenn man die Krisen in Rio betrachtet, die werden nicht gelöst, wenn man mehr Daten darüber hat und besser gemanagte Plattformen für Daten hat. Ungerechtigkeiten, Krisen, die in den Favelas von Rio stattfinden, die gehen weiter. Und das ist ganz wichtig. Die Politik der Städte bleiben die Politik der Städte, egal welche Daten man wie sammelt und darstellt. Man braucht größere soziale Herausforderungen in sozialen und politischen Diskussionen. Und das wird auch immer so bleiben, egal wie die Algorithmen funktionieren. Diese Diskussionen gibt es aber jetzt auch in nördlichen Städten. Zum Beispiel die aktuellen Befürchtungen und Ängste, die ja in Deutschland von den Medien behandelt werden. Zum Beispiel, dass es Rechte gibt, die in bestimmten Städten Patrouille laufen und Menschen aufs Korn nehmen, die bestimmte Hautfarbe haben, aus bestimmten Ländern kommen. Da gibt es solche Jagden auf Menschen. Da muss man definieren, wann ist es so, dass es eine wirkliche Menschenjagd gibt. Früher war man gegen Überwachung und auf einmal ist eine solche Unsicherheit in der Öffentlichkeit vorhanden, dass der politische Diskurs sich ändert. Ich denke nicht, dass Überwachung, Surveillance immer schlecht ist. Kinder ohne Beobachtung durch die Eltern werden in einer Stunde tot. Das ist ein grundlegender Teil sozialer Beziehungen, dass man eine gewisse Überwachung hat. Die Frage hier ist die Politik der Überwachung. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten dieser Gegenüberwachung, dieser Surveillance. Zum Beispiel Rodney King oder Proteste gegen die Globalisierung. Denken Sie an die Proteste gegen politische Gipfel, wo die Polizeigewalt auch offengelegt wurde. Und das hat drastische Auswirkungen auf Veränderungen des Systems. Das Beispiel Bahrain habe ich genannt. Google Earth wird von vielen sozialen Bewegungen genutzt, um autoritäre Regime infrage zu stellen. Alan Weisman zum Beispiel, der nutzt die neuen Sensorsysteme, um Kriegsverbrechen von Israel und westlichen Ländern aufzudecken. Ich sage nicht, dass Überwachung immer schlecht ist, aber die Frage lautet, wie verhindern wir die wirklich besorgniserregenden Möglichkeiten der permanenten Überwachung der Gesellschaft im Stil von China und wie erlauben wir das Politikern, das zu machen? In Vertical Cities haben Sie gesagt, da wird Google Maps von der griechischen Regierung genutzt, um die Steuerflüchtlinge zu entlarven und ihre Swimmingpools dann eben auch zu sehen. Jetzt können wir Ihnen das Wort erteilen. Es gibt ein, zwei Mikrofone im Publikum, für das Publikum. Und dann hinterher nehmen wir auch noch die Twitter-Fragen dazu. Aber bitte benutzen Sie ein Mikrofon, wenn Sie eine Frage stellen. Danke schön für Ihren Vortrag. Ich habe auch eine Frage zu den Alternativen. Und ich frage mich, was ist Ihre Meinung, wenn es um die Übernahme der Smart City geht? Infrastrukturen, wem gehört die? Barcelona wird als Beispiel gefeiert, wo man versucht, Smart City zu kombinieren mit einer partizipatorischen Demokratie und dann ein neues Narrativ zu entwickeln. Es gibt auch solche Bewegungen in Berlin. Was ist Ihre Meinung dazu? Bauen Städte ihre eigene Plattform? Ist das eine Möglichkeit, etwas zu bewirken? Ja, ich denke, es ist eine tolle Frage. Ich denke, ein Bereich großer Möglichkeiten ist genau das. Die Geschichte der Infrastruktur ist ja die Kontrollübernahme durch die Gemeinden.
Aber was kreativ gemacht wurde mit Transportsystemen, Wasserversorgungssystemen und so weiter, das ist ja jetzt die Grundlage für urbanes Leben. Das waren Bemühungen von Gemeinden und der Verwaltung, öffentliche Infrastruktur in Städten bereitzustellen und zu schaffen als Ressourcen für Bürger. Warum sollte diese Tradition nicht zurückkommen? Trotz der Tatsache, dass das sehr altmodisch ist im Zeitalter der Privatisierung. Aber mit digitalen Medien können die Städte auch Plattformen für sich selbst und ihre Bürger bauen, eigene Räume schaffen, die nicht so für die Unternehmen zugänglich sind, virtuelle Gemeinschaften, virtuelle Städte, virtuelle IT-Netze. Das geht zurück in die 70er, 80er Jahre. Und auch mit Kabelfernsehen in den 60er Jahren gab es mal solche Bestrebungen. Das sind sehr aufregende Entwicklungen. Der Herr in der ersten Reihe möchte das Wort. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen dumm klingt, aber ich stelle sie trotzdem. Sie haben viel über Infrastruktur gesagt und Sie haben uns erklärt, wie Sie das verstehen, Infrastruktur. Und Sie haben über Plattformen gesprochen. Sie haben aber nicht definiert, was Sie unter Plattform verstehen. Ich habe es vielleicht noch nicht gehört. Aber das Konzept der Infrastruktur, wie bezieht sich das Ihrer Meinung nach auf das Konzept der Plattform? Ich bin gar kein Experte für Plattformen, aber die zeitgenössische Dynamik ist die, dass viele Wellen der Infrastruktur nach traditionellem Verständnis, globale Luftfahrtsysteme, globale Stromsysteme, globale Transportsysteme, das kann man organisieren jetzt durch so eine Art Schnittstelle als Plattform oder Benutzeroberfläche. Und damit kann man alles verändern. Denken Sie mal an das klassische Beispiel Uber. Es gibt kein traditionelles Netzwerk von Taxen mehr, die man über Telefon bestellen kann oder traditionell herwinken kann. Hat man jetzt einfach diese Plattform als Schnittstelle zwischen der Infrastruktur, die stark privatisiert ist, stark individualisiert ist, von Unternehmen beherrscht wird, um sozialen Schutz von Fahrern abzuziehen. Das definiert eine radikal neue Art, das Ganze zu organisieren und zu betreiben. Das alte Taxisystem. Und es ist keine Überraschung, dass die traditionellen Taxiunternehmen militant dagegen sind. Denn sie verschwinden vielleicht einfach, weil sie mit dem Preis nicht mehr mithalten können. Uber und das Taxisystem sind ein klassisches Beispiel dafür, wie Plattformen und Politik der Plattformen dann in Bezug gesetzt wird zu der Netzwerkpolitik. Ich bin Matthew aus Berlin und ich würde gerne wissen, wie Sie darüber denken, dass zwei Sachen zusammenhängen. Sie sprachen von Blackboxen, wie die Infrastruktur versteckt wird. Verwenden Sie Blackbox auch als Metapher für die firmeneigenen Algorithmen? Und wie sehen Sie die Verbindung zwischen Blackbox für Algorithmen und Blackbox für Infrastruktur? Können Sie ein bisschen über das Zusammenspiel zwischen Identität und Agieren sprechen? Es gibt ja diese Public-Private Partnerships, neue Vektoren technologischer Infrastruktur. Und wie die Stadt, wie die Gemeinde da die Fähigkeit verliert, Identität den Bewohnern, nicht unbedingt den Bürgern, aber den Bewohnern zu vermitteln. Wo sehen Sie da die Rolle der Einzelpersonen in zum Beispiel Subsahara-Afrika, wo die Gemeinden weniger Fähigkeiten haben, wo Cisco, IBM, Facebook dann einfach derzeitige Gemeindeproblematik neu programmieren. Wow, das war jetzt eine sehr
komplexe Frage, was die Blackbox angeht. Diese Blackboxen sind technische Welten. Und die großen IT-Unternehmen wollen ja alles privatisieren. Und wir müssen im Prinzip die ganzen Algorithmen gut analysieren. Die Unternehmen, wenn man sie nicht aus der Blackbox rausholt, können natürlich ihre Kontrolle und ihre Macht behaupten, wenn sie nicht von der Gesellschaft beobachtet werden. Die Vermischung von Identität, Infrastruktur und Macht. Nun, viele Gemeinden und Stadtverwaltungen fühlen sich machtlos, weil sie die technische Fähigkeit nicht mehr haben, diese technischen Monster und Mächte zu beherrschen. Und die können ja auch sehr verführerisch daherkommen. Sie können sagen, wir gehen viel schneller in die Zukunft, wir haben die ganzen Experten, das Ganze sieht glänzend und futuristisch aus. Wir kommen da mit unseren Big Boys rein, sind übrigens immer Jungs, die sowas machen. Solche Experten wie Sie müssen versuchen, von dieser verführerischen Mythologie wegzukommen und die kulturelle und soziale Identität mit Medien in jeder Form in Verbindung bringen und das auch analysieren und die infrastrukturellen Möglichkeiten viel sensibler ergründen. Es ist interessant, diese Bewegung, Technologie sich anzueignen und zu übernehmen. Man kann diese ganzen Techniken ganz flexibel und angemessen einsetzen. Man muss das nicht alles mit Schablonen von IBM wie urbane Betriebssysteme einsetzen. Ich möchte ganz schnell fragen, ob es schon irgendwas auf Twitter gibt, was wir vielleicht hier dem Publikum mitteilen könnten. Ja, hier sind ein paar Fragen gekommen. Also ich möchte die erste lesen. Wie verhindern wir die permanent uns verfolgende Stadt wie in China? Sehr gute Frage. Der Fall China ist wirklich extrem, denn Sie haben da ja noch immer ein sehr autoritäres Einparteiensystem, das enorme Kontrolle hat über Internetzugang und so weiter. Obwohl China die größte urbane Bevölkerung der Welt hat, kann sie immer noch die Regierung immer noch sehr stark kontrollieren. Das ist eine beängstigende Welt von Big Brother. Wir haben aber vielleicht auch viele Little Brothers auf dieser Welt. So kann man es vielleicht beschreiben. Und obwohl diese Silos immer stärker verbunden sind, gibt es viel Chaos, viel Unordnung, viel Unsicherheit, wie das alles funktioniert. Häufig funktioniert es nämlich nicht und es ist nicht miteinander verbunden. Was wir aber brauchen und was viel robuster sein muss, ist Datenschutz und Datenregulierung in unseren zeitgenössischen westlichen Gesellschaften. Es gibt solche Organisationen, aber die haben nicht genug Ressourcen und sind häufig hinter der technischen Entwicklung hinterher, was die Unternehmensentwicklung und Smart City Entwicklung angeht. Die zweite Frage hängt damit zusammen. Werden wir in der Lage sein, solche Entwicklungen im Vorhinein zu beeinflussen oder können wir nur reparieren, wenn es schief läuft? Können Politiker Rahmenwerke für die digitale Gesellschaft aufstellen? Ich denke, da gibt es viele Herausforderungen. Die Smart City-Ideen werden ja auf verführerische Art und Weise verkauft. Das hat zu tun mit diesen tiefen Überzeugungen, gerne modern, gerne connected, gerne futuristisch zu sein. Und die politischen Communities, die bemühen sich, die notwendige Fähigkeit zu haben und das Verständnis zu haben, das zu regulieren. Wie kann man das in globalisierten, unsicheren Kontexten tun? Es gibt wenige
Billionen schwere Unternehmen, die so viel Macht haben, und das ist eine Riesenherausforderung. Ich bin nicht sicher, ob das machbar ist, aber es müsste wirklich passieren. Vielleicht noch eine Frage von Twitter und dann gehen wir wieder zurück zum Live-Publikum. Ja, eine Frage, die geht um Infrastruktur. Die Person fragt, ich bin skeptisch hinsichtlich der Meinung, dass digitale Infrastruktur immer perfekte Optimierung anstrebt. Es gibt immer imperfekte Situationen. Ich würde sagen, dass die Frage lautet, für wen wird die Infrastruktur optimiert? Genau, das ist der Mythos der Optimierung. Wer IT-Systeme längere Zeit in der Praxis verwendet, weiß, dass es jede Menge gibt, was schief geht, jede Menge Pannen, jede Menge Sachen, die daneben gehen. Es ist immer suboptimal. Es ist dieser Traum der Kontrolle, der auch zum Verkaufserfolg beitritt. Wer mit solchen Systemen in der Praxis gearbeitet hat, ob in der öffentlichen Verwaltung oder im privaten Sektor, der weiß, dass das meistens irgendwie funktioniert. Aber manchmal wissen die Leute gar nicht, warum es funktioniert. Da gibt es so viele Schichten von Software in verschiedensten Systemen. Mehr oder weniger funktioniert das meistens, ja. Aber diese verführerische Ideologie der perfekten Optimierung steht dahinter. Und das ist ein Teil des Verkaufserfolgs. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, die sich direkt auf die Fragen bezieht, die wir hier gerade gehört haben. Und zwar sozusagen der Reparaturmodus. Haben wir diesen Modus nur aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung in der Zukunft? Kann es sein, dass wir politisch immer nur auf Dinge reagieren, die wir vorher auch gar nicht gesehen haben? Denken Sie, dass es vielleicht möglich ist, dass es schon bestehende Konzepte, beispielsweise auf Landesebene, auf der EU-Ebene oder Gemeindeebene gibt, oder vielleicht auch auf regionaler Ebene, die man verwenden könnte? Gibt es schon ein Ministerium oder ein anderes Gremium, was vielleicht über ein solches Konzept verfügt? Oder gibt es vielleicht sowas auch aus der Welt der Wissenschaft? Also ein Konzept, was uns dabei hilft, dass wir schon die Zukunft besser vorhersehen können und nicht einfach immer nur reparieren, wenn es dann einen Schaden gibt. Nein, nein, also meiner Erfahrung nach nicht. Denn es ist ja so, man kann die Zukunft so gar nicht vorhersehen. Das war schon immer so. Und diese Dynamik der Unsicherheit zu großem Maße liegt ja insbesondere darin, dass wir halt diese sehr eng verbundene digitale Infrastruktur haben, die aber global angewandt wird und die dann unsere politische und Finanzarchitektur miteinander verbindet, ist so eng verwoben. Und doch, dann hatten wir ja die Finanzkrise 2007. Und das, so etwas kann sich nämlich plötzlich hochspiralisieren zu einer Reihe von vielen Krisen. Das heißt, die Zukunft bleibt einfach unvorhersehbar. Das ist eine große Herausforderung. Es gibt in der Welt einfach so viele technische Störungen und Ausfälle, beispielsweise auch unterirdisch. In jeder Stadt spielt sich das jeden Tag ab. Man muss das also eher als ein kulturelles Phänomen, ein kulturelles Erscheinungsbild betrachten. Es ist einfach eine unordentliche Anhäufung von unvorhersehbaren Zukunftsszenarien. Aber das ist auch das Schöne an einer Stadt. Was wir jedoch tun können, ist, aus der Geschichte zu lernen. Und dann kann man sozusagen aus den vorherigen Zukunftsbildern lernen und wie sich da die Vorstellung von der Realität unterschieden hat. Das ist nämlich ein gutes Beispiel. In der Vergangenheit wurde so viel Kupfer von den Menschen abgebaut. Und jetzt ist es so, dass wir unsere Städte sozusagen absuchen müssen nach dem Metall, was wir für die Zukunft brauchen. Da liegt das Kupfer. Das heißt, das ist fast ein archäologischer Sinn, den man hier finden kann. Das heißt,
das ist vielleicht besser, als zu versuchen, die Zukunft vorherzusehen. Denn wenn ich das könnte, wäre ich, glaube ich, ein sehr reicher Mann. Dann würde ich mein ganzes Gehalt, alles, was ich verdiene, verwetten. So, jetzt kehren wir nochmal in die Gegenwart zurück zum Abschluss unserer Diskussion. Es ist ja schon 20.45 Uhr und das war ja auch meine Aufgabe. Ich als Schweizer bin da immer sehr pünktlich. Als Abschlussfrage stellen wir gern folgende Frage. Und wir haben das ja auch schon vorher angesprochen, als wir über die europäische Perspektive gesprochen haben. Wir haben über US-Städte gesprochen, die Golfregion. Wir haben über China Gesichtserkennung gesprochen. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu Europa. Denn Europa ist sozusagen eingequetscht zwischen diesen digitalen Supermächten. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Die Europäische Union hat versucht, internationale Konzerne stärker zu besteuern. Und in Berlin hat man dieses Fahrradunternehmen und man versucht auch dort dafür zu sorgen, dass sie weniger Daten sammeln, denn wir haben auch chinesische Unternehmen, die daran beteiligt sind. Vielleicht halten sie auch den Zuschlag. Aber was kann man denn machen? Gibt es einen wahrhaft europäischen Ansatz bei diesen Themen? Ich glaube, wir als Europäer sind nicht richtig gut dabei, die Unterschiede auszugleichen. Denn oft wendet man sich zu sehr hin zu den USA. Und ich glaube, das liegt natürlich auch, ein Grund ist natürlich auch dieser Brexit-Albtraum, den wir nun entgegenstehen. Was die Geopolitik angeht, sieht sich die EU natürlich großen Herausforderungen ausgesetzt. Man kann nicht wachsen, geografisch gesehen. Und daher hat man natürlich viele Probleme, beispielsweise die Migration, dann die niedrige Geburtenrate in Deutschland. Also wenn es um die Zukunft geht, sollten wir vielleicht das Digitale erst einmal beiseite lassen und sich dann überlegen, wie wird sich die Gesellschaft entwickeln, was die Demografie angeht, die Bevölkerung, ein ausgeglichenes Altersprofil, da wir immer älter werden. Denn eines ist ja sicher, wir sind wirklich ausgesprochen alt, wenn man das mal mit Nordamerika und Ostasien vergleicht. Das ist ganz entscheidend, gerade auch für die Kultur und auch für die Fähigkeit, Städte zu organisieren, Dienstleistungen anzubieten, Infrastruktur. Das heißt, hier haben wir wirklich große Gegensätze und daher auch diesen Schwung nach rechts. Denn hier geht es vor allen Dingen um Protektionismus und Ethnonationalismus und man möchte dann plötzlich Grenzen aufbauen. Wenn wir über unsere Position in der Zukunft in Europa nachdenken, sollten wir viel kosmopolitischer herangehen mit großen Städten und die all diese rechtspopulistischen Ansätze in Frage stellen. Ich glaube, das hat sehr viel mit dieser identitären Politik zu tun und diesen unordentlichen Städten. Und dann haben wir natürlich die vielen Migrationsbewegungen. Das ist die einzige Möglichkeit für Europa zu überleben. Und dann haben wir wieder diese Brexit-Rhetorik und auch den Rechtspopulismus. Das ist sehr interessant, dass Sie jetzt mit diesem menschlichen, analogen Note hier enden. Ich glaube, wir haben hier auch noch ein kleines Präsent, was wir überreichen wollten. Na, wo befindet es sich dann? Es handelt sich tatsächlich um ein Buch. Sie werden dann herausfinden, worum es da geht. Vielen Dank, Steve Graham, dass Sie aus Newcastle heute hergekommen sind und diesen schönen Vortrag gehalten haben. Vielen Dank, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind. Ich möchte natürlich auch, dass wir Tobi danken, dass er hier so eine großartige Leistung vollbracht hat.